Sammler sind ja von sich aus auf Vollständigkeit aus. Schon das ist ein Grund, sich das Heft zu besorgen. Der andere Grund ist natürlich, dass die Bücher, die Biografie, die ich für Hannes Hegen geschrieben habe, leider hat er sie nicht mehr erlebt, er ist vorher gestorben, vergriffen ist, im Handel nicht mehr zu haben ist, auch antiquarisch schwer zu bekommen ist. Und wer sozusagen sich informieren möchte über das Leben von Hannes Hegen, alias Johannes Hegenbart, der sollte zu der Broschüre greifen. Das sind zwei Seiten, die daran beteiligt sind. Zum einen die DDR als Staat, die ein Gegengift, Anführungsstrichen, zu den westlichen Comics haben wollte, die über die offene Grenze in West-Berlin, aber auch von Westdeutschland aus in die DDR kamen und bei den Kindern große Resonanz fanden. Die andere Seite ist natürlich der Zeichner selber. Hegenbart hat in Leipzig Grafik studiert, nachdem sein Studium vor Kriegsbeginn unterbrochen wurde in Wien, und hat dann angefangen als Karikaturist für den Eulenspiegel, den Frischen Wind und so weiter zu zeichnen und hat natürlich schnell die Grenzen gemerkt dieses Systems, was Karikaturen, politische Karikaturen betraf. Er hat schon erste Zeichengeschichten damals entwickelt mit Gegenwartsbezug. Die sind alle nicht gedruckt oder nur in kleiner Form gedruckt worden in der Zeitschrift Eulenspiegel. Und er hat dann von sich aus angefangen, eigene Comicgeschichten zu entwickeln und ist damit Anfang 1955 zum Verlag Neues Leben gegangen und hat dem Chef das gezeigt, nicht wissend, dass der in arger Not war, weil alle seine Versuche ein Gegengift zu entwickeln, schiefgegangen waren. Und jetzt kam einer und hatte ein perfektes Heft. Und dann passiert etwas, was für DDR-Verhältnisse relativ ungewöhnlich ist. Im Frühjahr ist er mit diesen Sachen bei ihm gewesen im Verlag und im Dezember kommt schon das erste Heft vom Mosaik auf den Markt in einer hohen Auflage von über 200.000 Stück. Also Papierknappheit muss man immer Rechnung stellen, die es in der DDR gab. Weil man sich von Anfang an sicher war, das wird ein Erfolg. Und so war es dann auch. Anfangs erschien die Zeitschrift ja nur vierteljährlich, später dann monatlich, weil einfach die Nachfrage so groß war. Die Auflage ist ständig gesteigert worden. Am Schluss war sie bei 660.000 pro Monat. Eine stattliche Summe hat keine andere Zeitschrift DDR erreicht. Außer Illustrierten, die waren etwas höher veranlagt, aber das ging weg wie warme Semmeln. Trotz dieser hohen Auflage hat kein Sammler sie einfach so am Kiosk kaufen können, sondern man braucht dann wieder ein Abonnement. Das wurde aber schon mittlerweile vererbt. Man kam gar nicht mehr ran an so ein Abonnement. Oder man musste ständig der Kioskdame auf den Senkel gehen, dass sie dann doch irgendwann so ein Heft unterm Ladentisch hervorzog und einem für 60 Pfennig, kostet ja nicht viel Geld, dann überreichte und man war stolz, trug es nach Hause und war wieder ein Stück weiter mit der Komplettierung der Sammlung. So, wir haben jetzt diese Strichzeichnung hier, die angefertigt wurde zuerst. Davon wurde ein Blaudruck gemacht. Der Blaudruck wurde dann farblich gefasst. Und erst im Druckvorgang wurden dann beide Dinge zusammengebracht und bildeten dann die fertige Seite, hier im Fall die Titelseite von Heft 11 des Mosaiks. Bis Heft 6 sind die Zeichnungen alle durchgezeichnet worden, auch farblich, aber das war dann aus drucktechnischen Gründen nicht mehr nötig und dadurch ist das bis zum Ende hin so produziert worden. Die Leser waren natürlich unwahrscheinlich dankbar dafür. Ich bin selber Jahrgang 52, war also 4, als das erste Heft erschienen ist und habe es von Anfang an verfolgt. Und das war für mich wie so ein Tor zur Welt und nicht nur für mich, sondern viele anderen auch. Ich habe mal salopp gesagt, die Traumfabrik der DDR stand nicht in Adlershof und auch nicht in Babelsberg, die stand in der Walloallee in Karlshorst, wo diese Hefte Monat für Monat produziert wurden und uns eine Welt eröffnet haben, die uns spätestens ab 61, seit dem Bau der Mauer, überhaupt nicht mehr zugänglich war. Und dann kam hinzu, dass natürlich der Geschichtsblick der DDR sehr eingeengt war. So was wie römische Geschichte wurde in der Schule in 2 Stunden abgehandelt. Es gab keine Geschichte des Mittelalters, das groß vermittelt wurde. Es gab natürlich kaum Geschichten zum Bürgerkrieg in Amerika. Und all diese Dinge waren aber Teil der Weltgeschichte und Hegenbart hat sie uns auf seine spezifische Art und Weise vermittelt über die drei Kobolde Tick-Tack und Ticke-Tack nahegebracht.
Und das noch in lustigen Geschichten. Und selbst die Technikreihe, die er dann, die Erfinderreihe, die er gemacht hat, Anfang der 60er Jahre, hat Wissen in einer Art und Weise vermittelt, die normalerweise von Jugendlichen, ich war zum Beispiel absolut nicht physikaffin oder chemieaffin, dankbar angenommen wurden. Das heißt, vieles an Wissen, was wir aus einzelnen Gebieten haben, sei es Geschichte, Geografie oder die Naturwissenschaften, haben wir als Kinder über das Mosaik, wahrsten Sinne des Wortes, spielend gelernt. Und dafür waren wir dankbar. Nicht dankbar war der Staat. Der hatte sich unter diesem Heft inhaltlich etwas anderes vorgestellt. Natürlich wäre es ihnen lieber gewesen, die Ticketacks hätten unter den jungen Pionieren gewirkt oder waren bei der Oktoberrevolution in Russland dabei. Keines dieser Hefte, das je erschienen ist unter Hegenbarths Regie, hat eine der großen sozialistischen Ereignisse in der Weltgeschichte auch nur tangiert. Also er war einmal in Russland im Rahmen der Weltraumserie, um Tsiolkovsky, den Erfinder der Raketentechnik, zu würdigen. Aber das war lange vor der Sowjetunion, im tiefsten Zarenreich. Und so hat er sich sozusagen immer elegant um die Wünsche herumgemogelt. Einmal hat er nachgegeben, indirekt, also als dann die sowjetischen Erfolge im Weltraum sich abzeichneten, der Sputnik war gestartet, der erste Mensch im Weltraum war in Aussicht und dass er aus der Sowjetunion kommen würde. Und da hat er sozusagen dann plötzlich die Ticketacks aus dem alten Rom in den Kosmos geschickt, aber dann wieder seine ganz eigene Form von Kosmos, die wiederum mit der Weltgeschichte, der Weltlage wenig zu tun hatte, aber in angewandelter Form, also zum Beispiel auf dem auf dem Planeten Neos, wo dann die Ticketacks landen, gibt es zwei feindliche Systeme, die sich gegenüberstehen. Und dann dachte natürlich jeder DDR-Bürger sofort an West und Ost. Aber das war es auch schon. Ansonsten hat er seine Art von Geschichten erzählt, konsequent über diese drei Hauptfiguren. Es kamen immer andere Figuren dazu in den einzelnen Reihen. Berühmt geworden ist der Ritter Runkel vor allen Dingen, den alle liebten, diesen tollpatschigen, großmäuligen Ritter, der nach dem Ende der Kreuzzüge nochmal loszog, um die goldene Rüstung zu finden, die sein Vater vergraben hatte, und seiner Braut zu imponieren damit. Das waren Geschichten, das war einfach Futter für die Augen, für die Seele. Sie haben uns die Welt ein Stück weit geöffnet und dafür waren wir alle dankbar. Eine der Besonderheiten des Mosaiks waren die Wimmelbilder in der Mitte jedes Heftes, die Geschichte in eine größere Dimension brachten. Die hat Hegenbarth nicht selber gezeichnet, sondern Gisela Zimmermann, eine Zeichnerin, die extra für diese Arbeit ausgewählt hat. Und sie hat mitunter bis zu 4 Wochen an so einem Wimmelbild gearbeitet. Das ist wie ein Panorama aus der Zeit, in dem dieses Heft handelt und ein besonderer Spaß war. Und das war auch eine Auflage von Herrn Hegenbarth an Frau Zimmermann. Egal wo, die Ticketacks müssen auf diesen Blättern erscheinen und da war mal so ein Suchspiel, wo sind sie denn? In diesem Fall hier. Er hat sehr viel Material gesammelt als Grundlagen für seine Mosaiks und für seine Zeichner, hat zum Beispiel eine Riesenbibliothek an Enzyklopädien aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die Stahlstiche enthielten. Das war wichtig als Vorlage für seine Zeichnung. Aber er war nie in den Orten gewesen, über die er gehandelt hat. Er war nie in Italien, er war nie in Frankreich oder er war nie in Amerika. Und Ritter Runkel, davon haben wir schon gesprochen, war ja auf dem Wege ins Vorderen Orient und wollte dann, nachdem Dick und Duck, Dicke Duck ihren Bruder wiedergefunden hatten, mit den dreien zusammen nach China ziehen. Und Hegenbarth hat gesagt, so, jetzt will ich aber China mal sehen, bevor ich über China in meinen Heften handle. Und so viele Künstler aus der DDR waren schon in China. Jetzt möchte ich mit meiner Frau, der Edith Hegenbarth, die war auch Zeichnerin im Mosaik, und meinem Dexter, mit dem möchte ich jetzt zusammen nach China fahren. Und das wurde verzögert und verzögert und dann gab es plötzlich Streit politischen zwischen der DDR oder dem Ostblock und China. Mao war einen anderen Weg gegangen als die Sowjetunion und dann brach diese Beziehung ab und die Reise war damit erledigt.
Das hat ihn in sehr starkem Maße getroffen und desillusioniert. Und er hat dann sozusagen die Funke-Serie ganz schnell abgeschlossen, hat dann noch die Amerika-Serie angefangen, aber wie er selber schon sagte, relativ lustlos. Und hat dann von sich aus gesagt, er kündigt, wenn bestimmte Dinge nicht berücksichtigt werden. Er wollte zum Beispiel nicht mehr jeden Monat ein Heft zeichnen. Er war einfach ausgelaugt, müssen Sie sich vorstellen, Monat für Monat dafür zu sorgen, dass ein neues Heft auf den Markt kommt, immer wieder neue Geschichten erfinden. Da schlichen sich Wiederholungen ein, die störten ihn als Künstler. Er wollte sozusagen jetzt was Neues, Originelles machen, zum Beispiel Mosaikbücher. Er hat quasi die Zeichen-Comic-Bücher mit erfunden. Es gibt eine Reihe von Prototypen, die er schon angefertigt hat. Mit sehr viel Zeichnung, aber auch mit mehr Text, also richtig in der Form eines dicken Buches. Und davon konnte er sich vorstellen, zwei im Jahr zu produzieren. Und dem Heft vielleicht wieder zu einem zu zweimonatlichen oder vierteljährlichen Turnus überzugehen. Alles das wollte der Verlag nicht, weil der Verlag hat sehr viel Geld verdient mit dem Mosaik. Pro Jahr über 1 Million Mark der DDR. Und diese Millionen Mark brauchten sie auch, um alle ihre anderen Zeitungen, der Pionierleiter und Bummi und Fröhlich sein und singen, die alle defizitär waren, zu finanzieren, quer zu finanzieren. Und dadurch war es für sie ein Graus, wenn Hegenbart gedroht hätte, er hört auf damit. Allerdings hatte er bis 68 Einzelverträge für die Hefte. Ab 68 hatte er einen Sammelvertrag und das haben die Leute vom Verlag genutzt, um im Hintergrund seine ganze Mannschaft abzuwerben, nach dem Motto, so wie der da arbeitet mit diesen schnell hingeworfenen Skizzen auf die Blätter, die dann die Zeichner ausführen, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Was natürlich ein gewaltiger Irrtum war, weil der ganze Witz, die ganzen Ideen, die ganze Zuschnitt dieses Mosaiks, das kam alles von Hegenbart persönlich. Die anderen haben mitgearbeitet und das in die Welt gebracht und in hoher Qualität in die Welt gebracht. Aber ohne Hegenbart, das haben wir spätestens gesehen, als die Abrafax erschien, fehlte etwas. Fehlte einfach Tiefgang. Fehlte Ironie, der zum Beispiel die DDR in alle Hefte reinholte, ohne dass die DDR verhandelt wurde. Das haben selbst wir als Kinder mitbekommen. Und es fehlte sozusagen auch eine führende Hand von Format. Der Träger, der Dexter des Heftes, der dann die Leitung von Abrafaxen übernommen hat, hatte bei weitem nicht den Zuschnitt, den Kaliber, den es nach Hegenbart eingebracht hat. Und das merkte man einfach. Also zu DDR-Zeiten hat er noch eine Sache durchsetzen können, nämlich erste Sammelbände von Einzelmosaikreihen. Die Amerika-Serie ist komplett in diesen Sammelbänden erschienen. Er hat Rollfilme gemacht. Es gab so Vorführapparate, wo man Filme einspannte mit stehenden Bildern und hat die durchgedreht. Er hat die ganze Runkel-Geschichte in diesen Rollfilm verpackt. Es gab also durchaus zu DDR-Zeiten etwas zum Nachgucken, aber natürlich nicht mehr in der Menge wie vorher. Er war allein, er hatte nicht mehr seine 10, 15 Leute im Hintergrund. Nur mit seiner Frau Edith Hegenbart zusammen war das nicht zu schaffen. Richtig aufgedreht hat er dann nochmal nach der Wende, weil dann hat ein kommerzieller Verlag aus dem Westen, der Dessler Verlag, die Rechte übernommen vom Verlag Neues Leben. Und gibt seitdem die Sammelbände heraus, in einer stattlichen Auflage und in guten, festen, eingebundenen Karton. Es gibt alle möglichen andere Varianten noch. Es gibt jetzt zum Beispiel ein kleines Pocket-Ausgabe, die Hosentasche passt vom Mosaik und. Das läuft nach wie vor, findet seine Käufer, wenn auch immer weniger, weil der Markt ist natürlich heute übervoll mit Comics und Graphic Novels, wie sie ja auch seit vielen Jahren heißen, die erzählten Geschichten. Da ist das Mosaik eins unter vielen und hat natürlich diese DDR-Spezifik irgendwie an sich, die sich heute nur noch bedingt vermitteln lässt. Insofern wird irgendwann sicherlich der Markt für das Mosaik Hegenbartscher Prägung kleiner. Nichtsdestotrotz gibt es weiter die Abrafaxe und das Mosaik mit ihnen darin. Und wie gesagt, es ist die auflagenstärkste Comiczeitung Deutschlands und die langlebigste. Die sagen, kommt nicht mal Mickey Mouse ran an diese Geschichte. Von der Dauer vielleicht eher, aber nicht von der Auflage. Und ja, was bleibt von dem ganzen Övre von Hegenbart? Da ist der glückliche Umstand passiert, dass Hegenbart, als seine Frau gestorben war, beschlossen hat,
alles, was zum Mosaik vorhanden war, und er hat alles wirklich gesammelt. Er war ein Vertriebener, also er kommt aus Böhmisch-Kamnitz, hat schon mal in seinem Leben alles verloren, aus seiner Familie, hat danach alles aufgehoben, hatte zum Glück auch ein großes Haus in Berlin-Karlsdorf, wo das alles untergebracht wurde. Er hat beschlossen, das alles kommt zusammen in ein Museum. Er möchte nicht, dass das auseinandergerissen wird, dass das kommerzialisiert wird, und hat sich zum Glück für uns, fürs Zeitgeschichtliche Forum, entschieden in Leipzig, das zum Haus der Geschichte der Bundesrepublik gehört. Und ich war damals sein Ansprechpartner und habe sein Vertrauen gewinnen können, was nicht ganz einfach war. Er war ein sehr misstrauischer, reservierter, zurückhaltender Mensch. Aber er hat uns das alles geschenkt. Wir haben dann eine große Wanderausstellung gemacht, die war in Leipzig zu sehen, in Berlin und in Dresden, war bis dahin die größte, erfolgreichste Ausstellung des Zeitgeschichtlichen Forums. Aber auch in Dresden, im Verkehrsmuseum, hat es sehr viele Besucher gehabt, obwohl sie dort Eintritt zahlen mussten, und in Leipzig nicht. Und wir breiten diese Sammlung auf. Das nicht vergessen, Hegenbart kam aus einer Künstlerfamilie. Es gab den Emanuel Hegenbart, seinen Großonkel, der war Professor für Tiermalerei in Dresden um 1900 bis 1923. Es gab den Josef Hegenbart, den berühmten Illustrator, auch ein Großonkel von ihm. Und in diesen Traditionen sah er sich auch und hat in diesem Stil auch gezeichnet. Der Mann hat eigentlich permanent den Zeichenstift an der Hand gehabt. Selbst nach dem Nageswerk im Mosaik saß er abends im Theater mit seiner Frau, die von Beruf aus Bühnenbildnerin war, und hat die ganze Zeit bei den Aufführungen gezeichnet oder vor dem Fernseher. Und alles das ist im Alten geblieben. Und das ist sozusagen jetzt im Museum und wird stückweise in Ausstellungen gezeigt. Es gab nach der Wanderausstellung eine kleinere Kabinettausstellung über 6 Jahre im Zeitgeschichtlichen Forum, die jetzt leider nicht mehr existiert. Zum Teil wegen Corona. Die Abstände waren in den Räumen zu eng, man konnte es dort nicht Besucher reinlassen. Aber auch der Verschleiß war eben so, dass man hätte das neu machen müssen. Ist jetzt nicht mehr zu sehen, aber es wird Sicherheit immer wieder Ausstellungen geben. Das ist Johannes Hegenbart in seinem Archiv, in seinem Privathaus in Berlin-Karlshorst mit der Titelseite von Heft 1, also dem Original. Alle Seiten wurden ja im DIN A3-Format gezeichnet und dann für die Hefte verkleinert.